ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte heute mal wieder so einen Tag, wo ich aufgestanden bin und gedacht habe, bam, heute machst du mal wieder irgendwas total Ausgefallenes, Freakiges. Ich zeige euch das nochmal so ein bisschen von Namen. Ja, in Schön gibt es das Ganze nochmal auf Instagram in einem Bild. Ja, und dachte mir jetzt so, als ich fertig war mit dem ganzen Kladderadatsch, so, wenn du dich jetzt auch schon so richtig schön aufgebrezelt hast, kannst du das Ganze ja dann auch mal nutzen und drehst ein Video. Und das tun wir jetzt zusammen. Und zwar, wie ihr sicherlich schon gesehen habt, gibt es ein neues Bruchmanit Fotdomit von mir. Und ja, ich hatte euch ja erzählt, dass ich zum Umzug sozusagen meine ganzen Sachen, meinen ganzen Müll weggeschmissen habe, weil ich fand es ein bisschen affig, mit der Mülltüte sozusagen umzuziehen. Und deswegen ist es nicht ganz so viel, aber zu einigen habe ich doch ein bisschen was zu erzählen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. So, was kann ich euch denn als erstes zeigen? Ich fange mal an mit ein paar Drink-Sachen. Und zwar haben wir in der letzten Zeit sehr, sehr viel Tee aufgebraucht. Ich trinke zwar lieber losen Tee, aber Beuteltee ist einfach einfacher. Geht schneller und ist weniger Arbeit. Und da haben wir doch ein bisschen was aufgebraucht. Und zwar haben wir einmal aufgebraucht von Teekanne den persischen Granatapfeltee. Wer mich schon länger schaut, weiß, ich bin der absolute Früchtetee-Freak. Dann hatten wir von Teekanne den Früchtegarten Omas Früchtegeheimnis. Das hat wunderbar nach Pflaumen geschmeckt. Den habe ich im Müller gekauft und ich glaube, den gab es auch nur bei Müller, Real, Rewe, sowas. Denn in der normalen Drogerie, Rossmann, DM und so, habe ich ihn nie gesehen. Jetzt habe ich ihn allerdings leider auch nicht mehr im Müller gesehen. Also keine Ahnung, ob das eine Limited Edition war und die jetzt rausgegangen ist. Hier steht auch hergestellt in Österreich. Fragt mich nicht. Aber hat auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Und dann hatten wir noch von Milford den Feentraum. Himbeer, Holunderblüte, Vanille. Da ist ein Einhorn drauf und eine Fee. Ja, ich glaube, das ist eher so ein Mädchentee. Aber dieses Himbeer-Vanille kam sehr gut raus. Hat so ein bisschen wie heiße Liebe geschmeckt. Holunderblüte kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber auch ein sehr, sehr leckerer Tee. Und wenn wir so ein bisschen, ne, gedownsized haben bei unserem Tee, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, die drei Sorten wieder nachzukaufen. Also es sind sehr, sehr leckere Tees, kann man alle sehr gut kalt und warm trinken. Oder besser gesagt warm und kalt. Und wir machen uns dann meistens immer so zwei Kannen à 1,5 Liter und trinken die dann einfach über den Tag verteilt aus. Und da braucht man ja für jede Kanne jeweils 3-4 Beutel und da sind solche Packungen doch recht schnell dann mal leer. Ja, dann habe ich hier noch einen Tee von Shu Yao. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Ich werde aber demnächst nochmal ein Video machen und da ein bisschen näher was zu erzählen. Jedenfalls habe ich hier einen Tee aufgebraucht, der hieß Fruit Delight. Fruchtig-blumig, Kräutertee mit roten Beeren, Früchten und Zitronengras ohne Teekoffein. So sieht das aus. Und ich habe halt so einen Teamaker und jeden Morgen, bevor ich zur Uni flitze, also es ist dreimal die Woche, packe ich mir dann so einen Tee in meinen Teamaker und springe dann quasi aus der Haustür und trinke den dann entweder morgens in der ersten Vorlesung oder während der Bahnfahrt. Und ja, wie gesagt, benutze ich schon sehr, sehr lange diese Tees und auch diesen Teamaker. Ich werde aber demnächst auch wieder ein, wie habe ich das Video genannt? Herzensdinge oder so? Das ist ja jetzt echt peinlich, ich muss mal nachgucken. Wie habe ich das denn genannt? Ihr seht, ich habe dieses Video scheinbar schon ziemlich lange nicht mehr gedreht. Herzensstücke, genau. Herzensstücke, das ist halt so ein bisschen mein Ambivalent zu den Favoriten und sowas war. Genau, und da möchte ich euch demnächst dann gerne nochmal ein Update filmen.
Und da wird dieser Tee und auch der Teemaker eine entscheidende Rolle spielen. Und da werdet ihr dann noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Genau, so, das war das Lebensmittelzeug, sag ich jetzt mal. Und jetzt switchen wir mal rüber zu den Haaren. Ich sehe übrigens heute ein bisschen zerflust aus, stört euch da nicht dran. So, als erstes habe ich ja ein Shampoo von meinem Freund Balea Man Sensitive Haarshampoo bei empfindlicher Kopfhaut pro Vitamin B5. So sieht das aus. Und mein Freund hat ja Schuppenflechte oder auch Psoriasis, wer das noch nicht weiß. Und zwar sehr, sehr heftig. Ellenbogen, Hände, Knie, Schienbeine, Kopfhaut, Gesichtshaut, alles. Eigentlich ist mein Freund eine kleine Schildkröte. Ja, so sieht er jedenfalls manchmal aus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte halt keinen Bock mehr auf diesen medizinischen Shampoos, weil, ja, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man so eine Problemhaut hat, dass man dann immer so Sonderprodukte kaufen muss, da fühlt man sich schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, außenseitermäßig, weil der Rest der Gesellschaft kauft ja ganz normale Drogerie-Shampoos und, natürlich sind diese medizinischen Shampoos wesentlich besser für seine Haut, aber man möchte ja schon irgendwie, ja, also ich glaube, gerade wenn man durch so eine Hautkrankheit auch rein optisch immer sehr aus der Reihe bricht, würde es einen dann doch schon mal freuen, wenn man einfach regulär wie jeder andere normale Mensch in der Drogerie eben auch einkaufen kann. Und da hat er mich gebeten, ihm mal ein Shampoo mitzubringen, das sowohl für seine Haut geeignet sein könnte, aber jetzt nichts super Special-mäßiges sein muss oder sein sollte. Und da habe ich halt dieses hier gekauft. Und er hat gesagt, er kam damit sehr gut zurecht. Es hat jetzt seiner Haut nicht geschadet, also es hat nicht gebrannt und hat halt seinen Job erledigt, hat die Haare gewaschen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er das nochmal nachkauft. Klar hilft es der Krankheit an sich nicht, aber es hatte auf jeden Fall auch keinen negativen Nebeneffekt für ihn. So, dann kommen wir mal zu meinen Haaren. Und zwar habe ich da zum einen hier von Dove diese Oxygen-Reihe aufgebraucht. Feuchtigkeitspflege für feines, kraftloses Haar. Einmal das Shampoo und einmal die Spülung. So sieht das aus. Und ich habe ja echt einen Schreck bekommen, als ich vor kurzem im DM war. Da habe ich nämlich danach gesucht. Und die haben das da gar nicht. Also ich habe es bisher jetzt nur bei Rossmann gesehen. Bei Müller habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Da bin ich auch nicht mehr so oft, seitdem ich umgezogen bin. Aber ja, bei Rossmann haben die diese Sachen noch. Allerdings haben sie die Kur rausgenommen. Da hatte ich euch ja damals auf Instagram Bescheid gesagt, als die reduziert war. Habe mir da auch nochmal ein Backup mitgenommen. Von der Kur habe ich auch noch ein bisschen was und eben mein Backup. Aber diese beiden Sachen sind leer gegangen. Und ja, ich kann euch die sehr, sehr empfehlen, wenn ihr feines Haar habt. Ich finde schon, dass es das Haar sehr gut reinigt, ihm Volumen verleiht, also es ist nicht platt macht, aber trotzdem genug pflegt, dass ihr nicht dieses, ja, dieses strohige, feine Haar habt, was überall absteht wie so ein, naja, wie so ein Vogelscheuch. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Also das ist wirklich eine Haarserie, mit der ich sehr zufrieden bin, weil sie genau meinen Ansprüchen gerecht wird. Sie pflegt ausreichend, beschwert aber nicht zu sehr. Also ne, ausreichende Pflege, ohne zu beschweren. Duft ist toll, riecht so aquatisch. Nach Wasser, nach Meer, frisch, tauchen. Die Haarspülung hat so ein bisschen noch so einen Honigmelonen-Touch. Zu diesem Wasserduft dazu. Also Duft toll, Pflege toll, Reinigung toll. Ja, perfekte Produkte für mich. Aber wie ihr das ja so kennt, Frau ist ja nie genug. Frau ist ja nie genug. Frau hat ja nie genug. Frau muss ja immer wieder ausprobieren. Und deswegen, super Überleitung, das können wir jetzt mal auf Seite stellen, habe ich mir zwei Produkte von Lush jetzt zugelegt. Ich wollte nämlich immer mal diesen festen Shampoos und diese festen Conditioner testen. Und da habe ich mir einmal als festes Shampoo das Montalbano gekauft. Das soll wohl auch neu sein.
Festes Shampoo für einen glänzenden Auftritt. Zitrone, Rosmarin und Oliven verdrehen dir und deinem Haar den Kopf. Schäume es zwischen den Händen auf und gleite damit direkt über dein Haar. Einmassieren und ausspülen, selbst konservieren und für Veganer geeignet. Also ich benutze diese Bar, also es ist ja wie so eine Seife. Schäume ich in meinen Händen auf und nehme dann den Schaum, den ich in meinen Händen habe, und benutze den auf der Kopfhaut. Es schäumt wirklich wie verrückt und ihr braucht ganz wenig davon. Die ersten paar Male, wo ich es jetzt getestet habe, fand ich es sehr gut. Es reinigt das Haar gut, es verleiht ihm Volumen, es sieht nicht strohig aus. Und der Duft ist, wenn man direkt an diesem Bar riecht, zwar sehr schön zitronig, aber unter der Dusche, muss ich sagen, riecht er sehr neutral. Also unter der Dusche rieche ich davon jetzt nichts mehr. Dazu habe ich mir den festen Conditioner Big Solid gekauft. Der ist wohl auch neu. Fester Conditioner für die Haare. Mach aus deinem Haar eine große Nummer und verwöhne es mit pflegender Kokosnuss, reinigender Zitrone und Meersalz für Volumen. Nach dem Shampoonieren über das nasse Haar streichen, einarbeiten und ausspülen. Für Veganer geeignet. Ja, ist halt auch so eine Bar und sieht so ein bisschen aus wie diese Massagebars, die man bei Lush bekommt. Da muss ich sagen, komme ich noch nicht so ganz gut mit zurecht. Mich stört es nämlich ehrlich gesagt, dass ich das so über die Haare streichen muss. Also man macht diesen Bar nass und streicht damit übers Haar und arbeitet das dann ein. Die Pflege ist jetzt nicht übermäßig, muss ich sagen. Da war ich auf jeden Fall mit meiner Darfreihe zufriedener. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, es ist viel zu wenig. Also hier muss man ja dazu sagen, sind wahrscheinlich auch Silikone drin, wenn ich mich nicht irre. Sind hier Silikone drin? Bestimmt. Ich sehe sie jetzt auf Anhieb nicht, aber sicherlich sind hier Silikone drin und ja, die Mitikone, genau. Und in diesen Sachen von Lush natürlich nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass mein Haar jetzt einfach eine Weile braucht, bis es sich daran gewöhnt hat. Und dann werde ich einfach nochmal berichten. Zur Not, denke ich mal, wird sich da sicherlich auch einer von euch drüber freuen. So, dann hatte ich ein kleines Pröbchen bekommen von einem flüssigen Conditioner. Veganese hieß das. 250 Milliliter ist die Originalgröße. Ich hatte so ein kleines Döschen, kennt ihr sicherlich. Lavendel und Zitronen. Lavendel. Ich kann nicht reden. Lavendel und Zitronen Allround Haarspülung für alle Haartypen mit Agar-Agar-Gel statt Lanolin, um dein Haar weich zu machen. Und jeder Menge Zitronensaft für extra viel Glanz. Haare waschen, Conditioner auftragen und sehr gut ausspülen. Ja, hat nicht so gut gerochen, so ein bisschen Oma-mäßig, muss ich sagen. Kam wahrscheinlich durch den Lavendel. Ich habe nichts gegen Lavendel, aber so in der Kombination roch es halt so ein bisschen altbacken. Mit diesem kleinen Pröbchen, muss ich sagen, konnte ich jetzt nicht allzu viel anfangen. Ich habe da jetzt nicht so den wahnsinnigen Unterschied gemerkt. Und tja, deswegen ist jetzt doch gerade die Überlegung, ja, gebe ich dieses feste Conditioner-Ding weiter und hole mir dafür hier diese richtige Pulle mit dem flüssigen Conditioner oder weiß der Geier was. Also ihr werdet es sicherlich mitkriegen. Dann hatte ich ja meinen großen Sommerurlaub und da habe ich mir hier diese zwei kleinen Größen mitgenommen vom Balea Professional Fülle und Pracht Shampoo und die Spülung. Muss ich sagen, gefiel mir nicht. Sowohl den Duft fand ich irgendwie auf Dauer ein bisschen nervig, muss ich sagen. Hat mir dann irgendwann nach einer Zeit nicht mehr ganz so gut gefallen. Und ja, also es geht natürlich in die Richtung dieser Dove-Serie. Es ist auch für feines Haar geeignet. Aber ich muss sagen, das hat mich nicht überzeugt. Die Spülung hat das Haar zu wenig weich gemacht. Ich brauche, wenn ich fertig bin mit den Haaren, schöne weiche Haare, um das gut durchzukämmen und so weiter. Und da muss ich sagen, hat mich das nicht überzeugt. Würde ich mir auf keinen Fall in der großen Größe nachkaufen. Ich hatte ja auch noch so eine kleine Probefülle und Pracht-Shampoo. Sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Gleiches Spiel. Hat mich leider nicht überzeugt. Werde ich nicht nachkaufen.
Dann hatte ich hier Garnier Fructis, kräftigendes Shampoo, Prachtauffüller für sichtbar üppiges, griffiges Haar. War auch so eine Probe. Und ich muss sagen, kennt ihr noch diese Werbung von damals von diesen Shampoos? Welche sind das denn? Herbal Essences, genau. Damals noch diese eckige alte Verpackung. Da gab es so eine Werbung, da stand eine Frau unter so einem Wasserfall im Regenwald und wusch sich so die Haare, soweit ich weiß, und bekam dann da einen halben Orgasmus. Von wegen hier berauschendes Dufterlebnis oder sowas. Und als ich dieses Shampoo benutzt habe, habe ich mich wirklich genauso gefühlt wie diese Frau. Ich habe mir die Haare geschäumt, das hat geschäumt wie bescheuert. Und das hat geduftet, so richtig schön fruchtig. Und das roch wirklich nach Orgasmus. Also super fruchtig und einfach nur lecker. Und ich hatte wirklich das Gefühl so, ich bin jetzt im Regenwald, stehe unter diesem Wasserfall, wasche mir die Haare und mir geht einer ab. Ja, also das Shampoo von der einmaligen Anwendung fand ich schon sehr gut, aber ob das natürlich jetzt im Langzeittest bestehen würde, weiß ich nicht. Aber ich werde es mal in Gedanken behalten. Vielleicht werde ich mir das mal nachkaufen. Keine Ahnung, aber der Duft war göttlich. So, dann kommen wir noch zu ein paar Gesichtssachen, whatever. Und zwar habe ich da zum einen, welche Maske ist das? Eine Luvos-Maske benutzt mit Mandelöl. Ich glaube, die war für Feuchtigkeit oder so. So sieht die aus. Ich habe leider das obere Sachet noch übrig, deswegen kann ich euch da nicht genaueres zu sagen. Die war sehr dunkel, also so bräunlich irgendwie. Und als ich die aufgegeben habe auf die Haut, sah ich aus, als hätte ich ein Make-up drauf, was irgendwie gefühlte drei, vier Nuancen zu dunkel war. War sehr spaßig. Und das war so eine Schlammmaske eben, so eine Luvos-Heilerde-Maske, die so angetrocknet ist. Und fand ich sehr, sehr gut. Hat mir gefallen. Ich mag diese Masken sehr, sehr gerne. Ob die jetzt übermäßig Feuchtigkeit spenden, sei mal dahingestellt. Also ich würde es jetzt nicht bezeugen. Aber ja, ich kann mich jetzt auch nicht beschweren. War keine schlechte Maske. Dann habe ich hier noch eine andere Maske, die ist auch von Luvos. Ach ja, das ist hier diese Hydro-Maske. Ich weiß nicht, was das dann jetzt hier genau war. Also jedenfalls diese beiden Masken von Luvos. Waren relativ ähnlich. Es waren halt so Heilerde-Masken, die fest wurden und dann hat man das abgewaschen. Und meine Haut kommt da sehr, sehr gut mit zurecht und könnte mir vorstellen, die auf jeden Fall nachzukaufen, aber es war jetzt kein Oha-Effekt. Anders war es bei dieser Maske hier und zwar ist die von Montagne de Jeunesse, die Amour Rose Ultra Deep Cleansing Mask. So sieht die aus. Hier oben ist noch so ein anderes Sachet dran gewesen. Und ich muss sagen, ich bin ja von den Montagne Jeunesse Masken total begeistert. Allerdings, diese ging überhaupt nicht. Erstmal, der Duft war furchtbar, natürlich nach Rose, aber es gibt unterschiedliche Rosendüfte. Es gibt wirklich diese altbackene Oma-Rose und es gibt wirklich so schöne, frische, blumige Rose. Und das war halt jetzt hier Abteilung Oma. Und was ich wirklich so gut wie nie bei Masken habe, ich habe die aufgegeben, natürlich habe ich vorher mein Gesicht gereinigt, habe die aufgegeben und die hat sofort angefangen zu brennen, richtig heftig und musste die deswegen nach kürzester Zeit runternehmen, weil es ging gar nicht. Also irgendwas war da drinne, was ich nicht vertragen habe oder die war nicht mehr gut. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls werde ich die hier auf gar keinen Fall mehr nachkaufen, benutzen oder wie auch immer, weil nee, habe ich nicht vertragen und das kommt super selten vor. Also meine Haut ist, was Masken angeht, eigentlich total widerstandsfähig. Aber diese Maske und ich, wir werden keine Freunde. Dann habe ich hier aufgebaut einmal von Isana Young Reinigungstücher Sunny Fruits. Das war eine Limited Edition. Ich muss sagen, grundsätzlich, die Isana Young Reinigungstücher sind okay. Sie sind feuchter meiner Meinung nach als die von Balea. Ich mag die mittlerweile lieber als die von Balea. Ich muss aber sagen, das sind eher für mich so Tücher, mit denen mache ich Swatches weg oder
Ja, das sind eher so Alltagstücher, sag ich jetzt mal. Da bin ich auch ein bisschen verschwenderisch mit. Und im Abschminken geht mit denen nicht. Also die sind dann fürs Abschminken, für meinen Geschmack, für meine Bedürfnisse zu trocken. Aber was jetzt so Swatches angeht oder so für kleinere Korrekturarbeiten oder was auch immer, sind die super. Dieser Duft hat mir allerdings nicht gefallen. Der war sehr, sehr künstlich. Ja, so dieses künstliche Frucht. Mäßige und das war so ein bisschen nach Plastik süß. Kennt ihr das? Ganz furchtbar. Also gut, dass es eine Limited Edition war, die werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Aber diese ganz normalen für den verschwenderischen Gebrauch kann ich empfehlen von Isana. Dann habe ich aufgebraucht von Balea mein Wasserspray Aqua. Finde ich sehr, sehr gut. Benutze ich entweder nach dem Make-up so zum Drübergehen, wenn ich mich abgepudert habe. Um dieses pudrige Finish im Gesicht so ein bisschen wegzunehmen und dass sich das Ganze so ein bisschen mehr mit der Haut verbindet. Oder zur Erfrischung im Sommer, am besten dann aus dem Kühlschrank. Oder aber wenn ihr euren Pinsel so ein bisschen anfeuchten wollt, wenn ihr mit Pigmenten arbeitet oder mit gebackenen Lidschatten, dann kann man auch so ein Wasserspray benutzen. Ist für mich ein All-Time-Favorite, werde ich auf jeden Fall, wenn es das wieder im Sortiment gibt, nachkaufen, denn ja, gerade für den Sommer ist das für mich ein Überlebenstool. So, letzte zwei Sachen fürs Gesicht. Und zwar habe ich jetzt hier einmal aufgebraucht von Alterra den Augenroll-On mit Aloe Vera. Der war ja in meinem Finish Nine by Autumn drin. Habe ich ja leider nicht geschafft. Da war auch jetzt nicht mehr so viel drin, das musste ich aufbrauchen. Fand ich ganz, ganz furchtbar. Das war so ein Ding mit so einer Kugel hier. Und entweder kam da gar nichts raus oder man hat da gedrückt und einem lief die Suppe übers Gesicht. Dann, wenn es eingetrocknet ist, hat es dann auch noch angefangen zu kleben und, ach, ganz schrecklich. Würde ich mir nie wieder nachkaufen. Dann ist endlich leer geworden von Alverde das transparente Augenbrauen- und Wimperngel. Das war ja schon seit letztem Juli abgelaufen und war in meiner Through Hell Until Halloween Challenge. Hatte ich ja leider nicht geschafft. Jetzt ist es leer. Ich habe aktuell jetzt ein Augenbrauengel aus dieser 50s LE, glaube ich, von Alverde. Ja, also es ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, fixiert die Augenbrauen sehr schön, aber riecht halt nicht so doll. Aber wenn ihr damit kein Problem habt, ist das auf jeden Fall ein Produkt, was ich empfehlen kann. So, dann habe ich auch relativ viel gebadet jetzt in den letzten Wochen. Und am liebsten hier mit dem Palmolive Naturals Ultra Feuchtigkeitspflege Bad. Mit Olive und Feuchtigkeitsmilch. Deswegen ist das jetzt auch alle geworden. Und ich hatte ja damals als erstes die Cremeseife und die gibt es irgendwie nicht mehr. Also ich habe die beim DM nicht mehr gesehen. Ich habe die bei Rossmann nicht mehr gesehen. Bei Müller habe ich jetzt nicht geguckt. Gibt es irgendwo noch dieses Olive- und Feuchtigkeitsmilch als Handseife? Weil der Duft ist der Hammer. Ich liebe ihn. Da geht mir echt eine ab. Und als Handseife war das total schön pflegend, cremig. Also man brauchte sich danach überhaupt keine Sorgen machen, dass man irgendwie die Hände eincremen müsste oder dass die trocken geworden wären. Der Himmel. Also auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt für mich. Und wenn es das eben nicht mehr gibt als Handseife, dann werde ich mir vielleicht das hier im Zweifelsmal wiederholen und dann einfach in meinen Handseifenspender füllen oder sowas. Da kann man ja kreativ sein. So, apropos Handseifenspender, hier habe ich einen von Isana, Milde Seife Meer Ahoi mit Algenextrakt. Hier ist noch ein bisschen was drin und das muss ich sagen, nervt mich auch ziemlich hier an diesen Isana-Fläschchen, denn leider gehen diese Behälter nicht bis zum letzten Rest leer. Man muss dann irgendwie so, das ist einfach nervig. Also, diese Handseife an sich war total toll. Meer Ahoi war da Programm. Roch nach Wasser, Meer, Urlaub, Strand. Ganz, ganz toller Duft. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, die Seife, obwohl die nicht so schön pflegend ist, wie jetzt zum Beispiel die von Palmolive. Also die macht einfach nur sauber. Die pflegt nicht, hat aber einen tollen Duft. Aber irgendwie
Diese Spender hier finde ich blöd. Man verschwendet halt ziemlich viel Produkt und deswegen würde ich mir vielleicht den Nachfüllpack wiederholen von dieser Seife, aber würde das in einen anderen Spender füllen. Außerdem aufgebraucht haben wir von Febreze den Textilerfrischer Aprilfrisch. Entfernt selbst starke Gerüche. So sieht das aus mit Lenor eben Aprilfrisch, ne? Und das ist ja mein absoluter Lieblingsduft. Ich liebe ja auch diesen Weichspüler in Aprilfrisch. Das roch ganz, ganz toll. Und das gebe ich gerne übers Bett oder über die Couch, an die Vorhänge, an Kissen, was auch immer. Mach natürlich das Ganze etwas nass, weil das ja so ein nasser Textilerfrischer ist. Es soll ja jetzt von Glade oder sowas. Ich weiß es nicht. Diese trockenen, nur Duft Lufterfrischer-Sprays geben. Aber das ist auf jeden Fall ein Nachkaufkandidat, mag mein Freund auch sehr gerne. Und wenn man damit so sein Bett eingesprüht hat und man sich dann da abends reinlegt, ist das schon ein sehr tolles, entspannendes Gefühl. So, letztes Produkt, wenn ich das hier richtig sehe, von Vanel Soft and Oils, Weichheit und faszinierende Pflege. Das war jetzt hier der blaue Duft, ist ein Weichspüler. Und ich muss sagen, der Duft war toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja so ein kleiner Weichspüler-Junkie, ne? Ist nicht gut, ich weiß. Aber ich liebe das, wenn die Wäsche einfach gut riecht und lange riecht. Ich muss sagen, es hat mich nicht überzeugt. Erstens mal habe ich das einfach genauso dosiert wie die anderen Weichspüler auch von Vanel. Oder nehme ich immer Lenor? Ne, Lenor nehme ich immer. Genau, habe das genauso dosiert wie die ganzen anderen Weichspüler von Lenor, die ich sonst immer nehme. Und erstens hat der Duft nicht so lange gehalten wie bei Lenor. Und dadurch, dass hier natürlich nur 750 Milliliter drin ist und ich diese Lenor-Flaschen in teilweise 1,5 Liter Flaschen bekomme, lohnt sich das halt preis-leistungsmäßig gar nicht für mich. Und ich muss dazu sagen, Soft and Oils suggeriert mir, dass es irgendwie meine Wäsche besonders pflegen, besonders weich machen soll. Und das konnte ich jetzt nicht beobachten. Deswegen ist es zwar ein ganz nettes Produkt, aber ist jetzt kein Nachkaufkandidat für mich. Ich werde weiterhin bei meinem Lenor bleiben. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts von diesem schönen dunklen Lippenstift an meinen Zähnen habe und ihr nicht die ganze Zeit vorm Computer oder was auch immer gesessen habt. Haha, guckt euch die mal an. Hier hat Lippenstift auf den Zähnen. Ja. Das war es mit meinem Müll. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es war unterhaltsam für euch. Jetzt geht wieder das große Sammeln weiter. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch im nächsten Video wiederzusehen. Falls ihr Produkte davon kanntet und insbesondere zum Beispiel Produkte wisst, wo man sie kaufen kann, Pflaumentee, dieses Olive Feuchtigkeitsmilch-Handseifending oder auch diese Dove Oxygen Haarpflegeserie. Wenn ihr wisst, wo man die kaufen kann, außer bei den Sachen, die ich jetzt genannt habe, und relativ aktuell auch kaufen kann, dann sagt mir da gerne Bescheid. Und falls ihr vielleicht auch einen Handseifespender kennt, wo ja, man das Produkt wirklich bis zum letzten Rest aufbrauchen kann, das wäre auch toll. Ja, okay, dann beende ich dieses Video. Ich danke euch fürs Zusehen, freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und hoffe, ihr passt bis dahin ganz gut auf euch auf. Tschüss!